guten Morgen zusammen. Guten Morgen zusammen. Genau, wir haben hier heute ganz viele Gäste, die uns hier mal so ein bisschen zuschauen. Weil heute ist ja irgendwie doch ein besonderer Tag, ne? Ja. Ja? Warum ist das denn heute ein besonderer Tag? Na, weiß ich nicht. Theo. Weil der Strom aus ist. Ja, und wie seid ihr denn jetzt heute hergekommen? Zu Fuß. Max. Wir sind zu Fuß gekommen. Oh, Max, das erste Mal? Nein. Aber du wirst sonst immer gebracht von Mama mit dem Auto. Ja. Auto gekommen, da waren ja einige. Finn, wie hast du das denn heute gemacht? Ich bin auch den ganzen Tag mit Mama zu Fuß gegangen, weil ich auch über die Donnerstraße gehen muss. Ja, hat dich Mama ganz hierher begleitet? Die hat mich da über die Straße noch begleitet. Dann bin ich den Rest allein gegangen. So wie wir das besprochen haben. Das finde ich. Ja, mit diesem Aktionstag wollen wir verschiedene Dinge ins Bewusstsein bringen, nämlich ein Umweltschutzbewusstsein, dass es nicht alles selbstverständlich ist, was wir jeden Tag nämlich so selbstverständlich gebrauchen und verbrauchen. Das heißt, das fängt natürlich am sichtbarsten beim Strom an. Und mit dieser Aktion wollen wir so eine Erlebniswelt auch nochmal schaffen für die Kinder. Wie ist das denn eigentlich alles, was normalerweise Lichtschalter stellt man an und macht sich keine Gedanken darüber. Und wir wollen so ein bisschen da den Gang verfolgen, dass die Kinder mehr Bewusstsein dafür entwickeln, dass ein Lichtschalter nicht mal eben nur Licht ist und ich ihn jederzeit an- und ausstellen kann und dass es eigentlich auch ein Luxusgut ist. Und wir dessen ja uns gar nicht so bewusst sind. Und auch mit der Wärme natürlich auch damit Verbundenheit ist, weil viele denken, wissen ja auch gar nicht, dass die Heizung nämlich eine Pumpe benötigt, um das warme Wasser erstmal auch warm zu kriegen und auch in die Heizkörper nach oben zu pumpen. Und da die Verbindung ist für die Kinder jetzt eigentlich ziemlich neu oder dass zum Beispiel Sensoren nicht mehr funktionieren bei dem Wasser, wenn sie ihre Hände waschen wollen und dass natürlich wir auch dadurch immer abhängig werden. Wir sparen Energie, denk nach, gebrauche deine Fantasie. Pass auf, mach mit, wir sparen Energie, denk nach, gebrauche deine Fantasie. Ja, im Alter ist zum Beispiel heute sind sie mal vielfach mit dem Fahrrad oder zu Fuß gegangen. Also das ist eigentlich so das Nächste, wo sie sparen können. Da müssen natürlich die Eltern mitmachen. Die haben wir versucht, durch eine Informations-Rundumschreiben mit ins Boot zu holen. Und viele haben das jetzt auch so unterstützt. Das haben wir eben abgefragt in der Klasse. Die sonst mit dem Auto fahren, sind sehr viele, die heute mal mit dem Rad oder zu Fuß gekommen sind. Das ist schon mal der erste Punkt, den natürlich, wo man am schnellsten sparen kann. Dann kann man natürlich auch beim Frühstück sparen, indem man jetzt ein bisschen mehr auf die Verpackung nämlich achtet. Man kann auch Verpackungsmüll eigentlich sparen, indem man immer wieder verwertbare Dose und Behälter mit in die Schule nimmt. Und das haben wir jetzt eine Woche auch untersucht und wir haben auch Müll gesammelt und wir sprechen über Abfall. Das ist natürlich, Müll wirft man auch so achtlos weg und wir haben aus dem achtlosen Müll erstmal Abfall gemacht und dass da auch Rohstoffe hinterstecken und die man auch wiederverwerten kann zu ganz anderen Gegenständen und das nennt man ja Upcycling. Und dieses Projekt haben wir dann praktisch mit der ganzen Schule umgesetzt und haben unseren Weihnachtsschmuck in dieser Woche selbst hergestellt aus Abfällen aus dem gelben Sack. Ja, ich bin ja von der Stadt Oldenburg vom Umweltbildungszentrum. Unser Leitbild ist Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, wir wollen uns dafür einsetzen, dass ein nachhaltiger Lebensstil, dass ein bewusster Ressourcenverbrauch sich durchsetzt. Und mit diesem Aktionstag versuchen wir einen Anknüpfungspunkt, einen lebendigen Ausgangspunkt zu schaffen, um diese Themen in den Schulen zu behandeln, zu thematisieren in ganz verschiedener Weise, wie man heute sieht. Ja, die Idee stammt aus Bremerhaven. Unter dem Motto Strom aus, Gehirn einschalten, findet da seit mehreren Jahren dieser Aktionstag sehr erfolgreich statt. Und dort sind auch nichtschulische Einrichtungen beteiligt. Das nehmen wir uns fürs nächste Jahr auch vor. Wir sind dieses Jahr hier erstmal gestartet und auch mit großem Erfolg. 27 Oldenburger Schulen sind dabei und haben erstmal die Schulen ins Boot geholt dafür und sind sehr froh. Immer gehen, leise bei dem Schalter stehen, mach die Lampe aus, dann erst geh hinaus. Pass auf, mach mit, wir sparen Energie, denk nach, gebrauche deine Fantasie. Pass auf, mach mit, wir sparen Energie.
haben einen neuen Oberbürgermeister, Herr Jürgen Krogmann. Der hat sich jetzt auch noch kurzfristig, gerade nach seinem Amtseintritt, schon bereit erklärt, die Schirmherrschaft hier für diesen Aktionstag zu übernehmen. Darüber sind wir sehr froh, weil das eben auch zeigt, dass die Stadt sich mit dem Klimaschutzengagement der Oldenburger Schulen verbindet. Und dieses Klimaschutzengagement der Oldenburger Schulen ist schon eben sehr ausgeprägt. Wir haben ja hier ein Energiesparprämienprojekt, das Projekt abgedreht. Und da sparen die Oldenburger Schulen in den letzten 10, 14 Jahren über 2 Millionen der Stadt an Energiekosten. Und zum Teil wird das ihnen wieder selber ausgeschüttet. Nur durch die Schulen? Nur durch die Schulen, nur durch das Energiesparverhalten der Schulen. An vielen Schulen, hier zum Beispiel auch in Umstede, gibt es Energiescouts oder Energiedetektive, die darauf achten, dass richtig gelüftet wird, dass kein Licht mehr an ist, wenn die Klassenräume verlassen werden, auch über die Steuerung der Heizung, aber über nicht investive Maßnahmen wird zu viel Geld gespart. Nicht zu Hause, mach auch deine Heizung Pause. Denn ein leerer Raum braucht die Wärme kaum. Pass auf, mach mit, wir sparen Energie. Denk nach, gebrauche deine Fantasie. Es ist ja ein Aktionstag. Und bei einem solchen Aktionstag, wie bringt man Kindern das spielerisch bei, wenn es dunkel und gleichsam kalt ist? Das ist für die Kinder in dem Alter gar keine Problem, und das macht denen total Spaß. Ich denke, es wird schwieriger bei den Älteren, da eine Begeisterung zu wecken. Bei den Kindern ist das immer auch ein bisschen mit was anderes. Es ist Abenteuer, es ist dunkel. Sie verbinden da ja ganz andere Gedanken und Ideen mit. Wir haben sie natürlich auch gut vorbereitet, dass sie nicht die Angst besetzt hierher gekommen sind. Jetzt, wie ist es, wenn ich nichts mehr sehen kann? Werde ich da vielleicht böse irgendwo hingefasst oder wo ich das Kind gar nicht sehen kann, was ich nicht will? Oder stolper ich? Was kann passieren? Also wir haben die schon so vorbereitet, dass sie hier nicht im Stockfinstern die Schule hier erreichen und auch, dass die Räume doch durch die Notbeleuchtung, das haben wir denen schon verraten, auch etwas schon beleuchtet ist. Hörst du was an jedem Tage? Dreh sie nur aus, wenn du hörst da raus. Pass auf.